Also herzlich willkommen bei der Aufzeichnung von Willkommen bei Mario Barth. Du rennst auch immer hier vorne rum. Machst du jetzt jeden Tag so, ja? Ja. Hallo, dann begrüße ich auch euch da draußen. Schön, dass ihr auch heute einschalten. Die einen müssen die was einschalten. Computer. Schön, dass du den Computer eingeschaltet hast. Ich hoffe, du sitzt jetzt nicht nackig vorm Rechner. Würde mich ein bisschen abtören. Außer du bist Mitte, Ende 20. Meine Freundin hat auch einen Zugang. Scheiße. Nee, war ein Gag. Die gucken ja alles. Meine Freundin guckt, du kannst ja nichts mehr sagen. Du bist ja halt nur noch unter... So ein bisschen Mitleid. Ich mag das, ja. Weil ich echt so bin. Auch wenn ich krank bin, ziehe ich ganz oft, obwohl ich am Arm was habe, ziehe ich das Bein an. Ist so, ich liebe das Wehleid. Ich bin gerne ein Mann. Männer sind ja so, ich finde das so geil. Also, herzlich willkommen bei... Was? Scheißegal, Hauptsache klatschen. Hat der gesagt? Scheißegal, was ist immer klatschen? Ich höre ja immer nicht, was er macht. Er kifft. Das ist der Freund von Sido. Hallo. Nein, Sido ist ein toller Typ. Der ist permanent am Rauchen. Sido ist permanent am Kiffen. Sido war einmal in meiner Sendung, hat mir Kekse gebacken und... Wenn mir einer zu Weihnachten Kekse mitbringt, isst man die. So bin ich erzogen. Ey, das war eine Sendung, den glaubst du nicht. Hallo, wir ziehen uns alle aus, Freunde. Der Sido hat mir kein Scherz. Alter, ich war, boah. Keine macht der Drogerei hier. Wobei in Kalifornien ist jetzt Kiffen erlaubt. Volle Brause. Darfst du, jeden Tag. Kannst du kaufen, überall. Kannst du hier, viele Chips, Nussschokolade, Kiffen. Muss jeder selber wissen. Wir haben heute, falls Sie sich fragen, wir haben heute den 31. Mai. Ist nämlich wichtig. Weil wenn ich nachher auf der Couch meinen Gästen irgendwas sage und sage, komm mal, wie war euer Osterfest, wäre schön, wenn nicht der eine oder andere sagen würde, Hallo. Säufst du oder zu viel Kekse jetzt, wa? Also, 31. Mai, kurz vor Juni. Morgens Juni. Richtig schönes Wetter, Sonne scheint. Du hast Geburtstag? Morgen. Wann hast du Geburtstag? 2. Juni, übermorgen. Du hast übermorgen Geburtstag und bist in meiner Sendung, das finde ich toll. Und welchen Arsch wäre, will ich nachher in der Sendung, wo 5 Millionen Leute zusehen, welchen Arsch wäre, will ich drauf eingehen? Wir werden alle Spaß haben. Wie ist dein Name? Kevin! Auch noch Kevin! Nein, Kevin! Das ist was. Kevin und Mandy, da würde ich jetzt sagen. Harte Ding. Kinder schon? Nö. Komm noch. Das ist so geil. Das ist so geil. Ihr blickt zu ihm und er. Alter, was soll ich sagen? Alles, was du sagst, ist falsch. Einfach, das müssen wir. Da könnte ich mein Stand-up noch machen. Dass wir Männer einfach auch ab und zu so tun müssen, als wenn nichts gewesen ist. Die ist dann zwar sauer, weil du ihr nicht zugehört hast, aber die Konsequenz ist wesentlich kleiner, als wenn du was Falsches sagst. Weil die kann das nicht die nächsten 30 Jahre gegen dich verwenden. Das machen Frauen. Weißt du noch damals, das war 2014, da waren wir beim Bad, den gibt es ja auch nicht mehr, aber da waren wir mal beim Bad. Also Kevin, du hast übermorgen Geburtstag. Na, was er nicht im Kopf hat, hat deine Beine. Muss ich mir von meiner Mutter, ganz oft anhören. Was du nicht im Kopf hast, hast deine Beine. Ich hab so Oberschenkel gehabt, der war. Aber warte mal. Nee, warte, doch nicht. Eigentlich ein geiler Satz, was du nicht im Kopf hast, also beim Fußballer. Ja.
Also Podolski spielt wie ein Eins. Aber hast du den schon mal reden hören? Ich hab den mal bei der Formel 1 getroffen. Der kam mir immer zu der. Hab ich dir die Geschichte dann erzählt? Muss ich auch mal ein Stand-up draus machen. Da saß ich bei der Formel 1 und hatte so Ausweis, ganz viel Ausweis, und habe mich mit dem Vorstand von Mercedes unterhalten. Und gesagt, oh, wie sieht's aus? Sag ich, ja, eure SLK, der knackt hinten so. Will der ja nicht hören dann. Ich mache ja dann immer so einen Spaß. Ich habe einmal den Vorstand von Porsche getroffen. Ey, kein Witz. Und der sagt, hallo, Herr Schlittnapper, wie die Kinder sein. Ich habe Probleme mit hinten, mit der Lampe. Kommt mal mit. Dann habe ich den an mein Auto und dann sagt er, ja, aber Herr Bart, was soll ich jetzt machen? Ich sage, hinten knackt den. Hören Sie doch mal, knackt den. Vorstand, der hat den Laden geführt. Der hat doch keine Ahnung, wo die Lampe, was für eine Lampe. Für eine Lampe. Also jedenfalls war Podolski, war Geschichte. Bei der Formel 1, bei der Formel 1, wir fangen gleich mit der Sendung an. Bei Formel, ich muss Ihnen jetzt erzählen. Manch, kennen Sie das, wenn man, das muss raus. Ich kann nicht, ich komme raus sonst zur Sendung und sage, nein, ich muss das erst erzählen. Und dann kam Podolski zusammen mit Felix Sturm. Toller Typ, kenne ich auch persönlich, ein echt ganz netter Kerl. Bene kam rein, Felix Sturm, kommt überhaupt nicht aus Deutschland, ja nicht überhaupt nicht, spricht wunderbar Deutsch. Podolski, große Worte, kam der zu mir und sagte, geil, bist du wieder auf Rosse? Original. Und dann sag ich, sag nochmal. Und wir waren im Meeting und ich sag, Lukas, sag nochmal. Ey, du hast doch nur eine Ausrede. Und ich sag's echt da, kennt ihr das, wenn du dreimal fragst und nach irgendwann, es ist ja auch peinlich für beide. Ist ja nicht nur für ihn, es ist auch für mich, wo ich denke, Alter, bin ich jetzt bin taub, mit meinen Ohren, vielleicht auch älter, mir wachsen Haare aus den Ohren, vielleicht bist du doof. Kein Scherz. Und irgendwann sage ich, Lukas, nochmal. Und Felix, als eigentlicher Ausländer, hat gesagt, Mensch, du hast aber auch viele Ausweise. Und dann sage ich, Lukas, das ist für, du gibt ja bei der Formel 1, musst du ja für jedes Areal, wo du hingehst, Fahrerlager, an dem Grid, da wo die losfahren, brauchst du immer einen Ausweis. Also, darum hatte ich so viele Ausweise. Ich hatte jetzt nicht diese Ausweise gesammelt, die letzten 3 Jahre. Ja. Guck mal, was ich kann. Und dann habe ich dem Lukas erklärt, für was welcher Ausweis ist. Und dann sagt er, ja, genau. Und Felix, original passiert, komm, Lukas. Hat geholt. Aber er spielt Bombefußball. Der spielt echt geil Fußball. Man muss mal sagen, Fußballspieler, die werden immer so fertig gemacht. So ein Fußballspieler, der muss Fußball spielen. Der muss da nicht da stehen, rhetorisch sagen, ja, warum war die erste Halbzeit? Kann ich Ihnen genau sagen. Der sagt, ja, Ball, ist der Ball, nicht schießt der Ball, was nur Scheiße. Das erwarte ich vom Fußballer. Der soll Ball, 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 wo ist Ball, Ball? Nicht studieren, Ball, Ball, wo ist Ball, Ball, Ball. Sobald der Ball sieht, muss er Ball, muss der losrennen. Die anderen sollen studieren, eher Ball. Finde ich gute Sache. Oder? Fußballspieler, der dann eloquent ein Interview gibt, sagt, ja, wissen Sie, die ersten 6 Minuten liefen disoptimal. Den will ich nicht hören. Der muss verschwinden stehen und sagt, ja, hier, mit Ball. Scheiße, hier der andere schießt nicht. Sag, ey, Geke, so schießt nicht. Ja. Geh duschen, weg, so. Nicht immer Sand in den Kopf stecken. So Sätze, die haben wir doch gerne gehört früher, oder? Mailand, Madrid, scheißegal, Hauptsache Italien. Das waren noch Sätze. Das waren noch Sätze. Andi Müller. Mailand, Madrid, scheißegal, Hauptsache Italien. Also recht. Aber wir zeichnen jetzt auf, meine Damen und Herren. Und dann wäre es schön, wenn ihr mich gleich nochmal begrüßt. Ich wünsche euch viel Spaß. Die Sendung ist sehr kurzweilig. Wir haben sehr viel Hilfe. Kommentierst du die ganze Zeit? Ja. Sollen wir loslegen? Ist langweilig? Der Bock? Echt? Das war mal ein bisschen langweilig? Musst du los, wenn der Bus? Ey, gib dir das mit! Die sagt, Mama, hinne jetzt, Alter, komm, hier muss. Bist du gerade von Barbara Salisch aus dem Buch von der Eltern? Für mich ist die da. Du willst mir in dieser Sendung sehen. Hast du mich gesehen? Alter, scheiße, ich werd reingehen.